Nicht nur ich habe alles ruiniert, sondern mein Vater ist quasi auch ruiniert. Ich habe alles verloren. Alles verloren. Es läuft nicht vernünftig, aber er ist der Boss, er macht's richtig. Wer hat denn diese Scheiße hier verzapft? Du wirst ja wie ein Mädchen. So wird gewürzt hier, zack. Hier stirbt gerade Fleisch. Salat machen, aber schnell. Dafür bist du hier, du Arsch. Das Essen muss doch. Siehst du, dass keine Horizont liegt, oder? Meine Fresse. Zieht den Finger aus dem Arsch und fangt endlich an. Die heutige Rettungsmission verschlägt Frank Rosin nach Bramsche, einem 31.000 Seelenstädtchen unweit von Osnabrück. So, moin. Wir sind heute in Bramsche, kleiner Ort in Niedersachsen. Und da gibt es ein Lokal, das heißt Seltenheit. Wird betrieben von Vater und Sohn. Die heißen Marek und Christian. Und die haben wirklich große Probleme. Was ja in der Gastronomie keine Seltenheit ist. Das Restaurant mit dem eher ungewöhnlichen Namen liegt in einer ruhigen Wohngegend. Wenig Laufkundschaft, nicht die einfachsten Bedingungen für einen brummenden Laden. Das Vater-Sohn-Gespann rechnet nicht mit dem Überraschungsangriff des Sternekochs. Hallo. Moin. Komm mal raus. Christian, der Sohn des Betreibers, ist überwältigt. Moin! Ich bin platt. Das muss ich erstmal hier runter, gib mir meine Hand, hilf mir mal. So. Alter Digga! Boah, ich muss jetzt mal runterkommen. Frank ist unsere letzte Hoffnung, ja, definitiv. Ich hoffe, jetzt kriegen wir Schwung in den Laden rein. Erzähl, was ist los? Warum hast du mich gerufen? Ja, ich hab dich gerufen, weil es hier scheiße läuft. Es ist nicht so viel los. Mhm. Jedes Mal ist das, mal läuft's, mal läuft's nicht. Wir tun und machen, aber es wird nicht besser. Ne? Okay. Ich war immer im Glauben, dass das hier läuft, einigermaßen. Aber es ist halt an den Gästen, es ist ausgeblieben. Und wir haben den Fehler gesucht, gesucht und gesucht, aber nicht gefunden. Na komm, gehen wir mal rein. Auf diesen 62 modern eingerichteten Quadratmetern könnten 40 Gäste Platz nehmen. Papa Marek ahnt noch nichts vom Besuch des Gastro-Experten. Moin, Chef. Moin, mein Gott. Ich freue mich so, also da kann man ihn beschreiben, ja. Ich mag den sowieso als Mensch. Und dann dennoch hier persönlich von mir zu stellen, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist ein wahnsinniges Gefühl. Siehst du, ich bin sofort nass, ne? Ich wünsche mir, dass der Laden läuft, dass die Leute erkennen, was wir hier machen, wie viel Arbeit wir hier reinstecken und alles daran liegt, ne? Mann, freut mich sehr. Ja? Ja. Schön. Du bist Christian. Ich bin Christian. Du bist Christian? Ja. Marek. Papa? Und ihr beide macht das zusammen? Beide zusammen, ja. Mhm. Wie lange schon? Na, das geht schon jetzt ins siebte Jahr. Ins siebte Jahr schon? Ins siebte Jahr, ja. Ich war vorher 6 Jahre Inhaber. Jetzt ist mein Papa seit letztes Jahr September. Ach so. Ach so, du hast es schon 6 Jahre geführt? 6 Jahre vorher, ja. Und es hat nicht geklappt oder so? Es hat geklappt, aber dann ist das Finanzamt gekommen und dann haben wir Probleme gehabt und dann haben wir uns den Laden zugemacht. Ich habe den Laden 6 Jahre geführt, musste in Insolvenz gehen, weil ich mit der Buchhaltung, mit meinen Zahlen nicht zurechtkam, konnte das nicht mehr bezahlen. Habe dann im Sommer an meinen Vater übergeben und mein Vater hat im September das Seltenheit eröffnet. Und das mit 62 Jahren. Wie viel musstet ihr zahlen? Forderung war um die 55.000 Euro. 55.000 Euro? 55.000 Euro, ja. Die zahlt sein Vater. Dann habe ich gesagt, okay, als Bürgschafter für ihn, für seinen Kredit, ich übernehme das weiter und wir machen andere Namen, andere Konzepte und ich muss das weiterführen. Ja. Ich habe gebürgt mit meinen 2 Lebensversicherungen. Wie viel sind da drauf? Jetzt der letzte ist 34.
Insgesamt bürgt Marek mit 45.000 Euro. Vielleicht schaffe ich, dass ich die Schulden abzahle, ja, und vielleicht für mich bleibt was ein bisschen über, ja. Weil sonst habe ich alles verloren, ja, bis jetzt. Bist du Koch vom Beruf? Ja. Ich bin Polen gelernt. Polen gelernt. Wo kommst du her, Polen? Breslau, Ecke. Breslau. Königsberg. Ich? Ja? Familie. Hm? Also, schön. Hm? Ja. Was machst du hier? Ich bin Allround-Talent. Ich Kellner, ich mache auch in der Küche, ich helfe auch in der Küche mit. Ich habe damals eine Kochausbildung gemacht, musste die aber abbrechen, hatte einen Leistenbruch. Krankheitsbedingt habe ich dann umgeschult als Einzelhandelskaufmann, selbstständig gemacht. Und jetzt bin ich Kellner, Küche, alles. Ich mache alles. Kommt ihr beide miteinander klar? Ja. Zeig mir mal den Laden. Okay. Okay, was hast du denn hier? Unseren Barbereich, Süß Frank. Wir nennen das dort vorne den Lounge-Bereich. Mit einer Bank haben wir das so gestaltet. Können wir ungefähr 20 Personen. Aha. Gegenüber natürlich die Tische. Hier finden weitere 20 Gäste Platz. Und hier ist Terrasse? Hier ist Terrasse, genau. Schön. Der charmante Innenhof verfügt über 24 Sitzmöglichkeiten. Mein erster Eindruck ist, alles wirklich sehr, sehr sauber und picobello. Dankeschön. Wirklich? Dankeschön. Was ist das Problem, mein Freund? Ich glaube, das Problem ist einfach, wir sind noch nicht richtig bekannt, aber auch andersrum gesehen. Unser Problem ist natürlich, mein Papa, der ist 62. Ich habe mir was anderes unter dem Namen Seltenheit vorgestellt. Was denn? Was ist denn dann für dich eine Seltenheit? Für mich ist eine Seltenheit, ja, Seltenheit bedeutet ja nichts anderes, hier hinzukommen, das natürlich das zu bekommen, was ich woanders vielleicht nicht kriege. Und was soll das sein? Vielleicht mit Soßen zu vielleicht. Spielen. Du hast, was heißt vielleicht? Vielleicht, ja. Du weiß gar nicht was. Doch, ich weiß schon was. Also was denn? Meine Richtung ist natürlich, das siehst du auch schon auf unseren Burgern. Wir haben keine klassischen Burger. Mhm. Wir haben auch ausgefallene Burger, zum Beispiel Burger mit Orangen und Bacon. Wir haben Burger. Okay. Ich habe draußen gesehen, es gibt Limonade. Ja. Und dann machst du die Bestellung und dann kommst du wieder und unterhalten uns weiter. Alles klar. Christians Devise ist es, sich von der Konkurrenz abzuheben. Das fängt für den 29-Jährigen schon bei den Getränken an. Ich habe dir eine Speisekarte mitgebracht. Hey, Weltklasse, jo. Kannst du mal drüber schauen und einen Blick reinwerfen. Und so serviert ihr das? So serviere ich meine Limonade. Das ist eine Bären-Minz-Limonade. Dufte. Boah, lecker. Richtig lecker. Wie geht's dir so? Beschissen. 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 Erklär mal rum. Weil die Bürgschaft von meinem Papa da ist, von 45.000 Euro. Mhm. Der Schmerz, es tut weh. Die finanzielle Situation belastet die Vater-Sohn-Beziehung massiv. Jetzt zahlt dein Vater deine Schulden zurück. Meine Schulden, ja. Ich bin rutsche in die Insolvenz. Mein Vater verliert die 40.000 Euro und am Ende hast du noch nicht mal irgendwas. Also es ist alles weg. Nicht nur ich habe alles ruiniert, sondern mein Vater ist quasi auch ruiniert. Wie viel Geld ziehst du selber hier raus? Jetzt zur Zeit? Mhm. Also ich beziehe zurzeit nichts mehr. Ich esse auch Brot und Butter, mir ist das egal. Ich möchte einfach nur, dass der Laden läuft, wie wir anfangen, Geld zu verdienen, dass mein Vater in Ruhe leben kann und ich meinen Job habe, er seinen Job hat und alles wird wieder gut. Aber zurzeit finanziell beschissen. Was verdient der Papa? Ja. Zurzeit? Er verdient nichts. Also wie er sich über Wasser hält, ich weiß es nicht, wie er das schafft. Christian weiß, dass sein Vater um seine Existenz bangt. Also, die Situation ist so, sozusagen, man hat das Wasser unter Hals und noch ein bisschen steigt, dann erstickst du. Dramatisch, dramatisch. Da geht's um Ehre, um Gewissen. Hast du ein Gewissen? Ein schlechtes Gewissen. Ich unterstütze meine Eltern, wo ich nur kann. Weil ich weiß, dass die mir damals auch sehr viel damit geholfen haben. Aber du musst zugeben, dass das Wort Unterstützung schon eine Floskel ist, wenn der Vater mit 62, 63 hier arbeitet, deine Schulden bezahlt und keinen Lohn kriegt für seine Arbeit. Ja. Ja, das ist schon heftig.
Ich sitze oft genug abends zu Hause, denke darüber nach. Und mich verfolgt das auch. Mein Vater bedeutet mir sehr viel. Ja. Ja, guter Kerl. Ja. Warum gehst du nicht irgendwo arbeiten und lässt deine Eltern in Ruhe ihr Dasein kurz vor der Rente? Ja, also es ist ja so, dass mein Papa natürlich noch versucht, diesen Laden zum Laufen zu kriegen, dass man auch irgendwann mal über die Jahre erstens das Geschäft wieder an mir zurückgibt, im besten Fall, oder noch ein bisschen Geld daraus erwirtschaftet nach einer Zeit. Wir haben das ja aufgemacht, das war ein Vater-Sohn-Ding und wir haben alles reingesteckt. Ne? Die ganze Kraft, alles. Das ist erstmal für mich schwierig, das erstmal der Sache erstmal einen Platz zu geben. Weil wenn du auch sagst, du möchtest irgendwann das Ding mal wieder auf deinen Namen machen, dann geht es auch nur richtig und nicht halb und schon gar nicht mit Floskeln. Wir gucken, wie wir das jetzt erstmal hinkriegen. Jetzt fangen wir erstmal bei Null an und ich guck mal die Karte. Das Gespräch war richtig gut, das lockert mich ein bisschen auf. Klar, er erkennt auch sofort, woran es vielleicht mangeln kann. Und im gesamten Bild weiß ich, es ist jetzt das Richtige, dass er hier ist. Und ich fühle mich dementsprechend auch besser und hoffe, dass jetzt was passiert. Welche Erkenntnisse bringt die Analyse der Speisekarte? Goldbraun gebratene Ägäis-Sardinen. Oh, die muss man mir zeigen, wo die her sind, die Ägäis-Sardinen. Ups. Das ist aber mal eine große Karte. Suppen, Hummercreme, 6,60 €. Hummercreme, 6,60 €. Und die Tomatensuppe kostet 4,60 €. Tomate, Hummer. Also summa summarum, mit Burgern hier jetzt, ne? Und allem drum und dran, muss der arme Vater 65 verschiedene Gerichte alleine kochen.